So, meine Freunde, ich habe jetzt hier eine kleine Mission aufgetan, die heißt Besuche Sarahs Gedenkstein. Die befindet sich hier oben und da werde ich jetzt mal hintöffeln. Hier hinten gibt es übrigens einen neuen Auftrag und ich habe hier schon so ein bisschen ein paar Nester bereinigt nebenbei. Also nichts Weltbewegendes. Ich habe genügend Sprit. Habe ich nämlich gut reduziert. Immer noch da. Wie viele Jahre es wohl dauern wird, bis alles verschwunden ist. Schönes Flüchtlingslager. Draußen wird ihr besser dran gewesen. Nero konnte euch vor gar nichts beschützen.
Das ist schon ganz schön spannend. So, jetzt gucken wir mal. Wir wollen hier oben hoch. Da ist ein Auto eingekeilt. Ah, da gibt es einen zweiten Eingang, okay. Neun Freaker im Camp. Nur noch neun. Nicht hier, verstanden? Ihr könnt fressen, wo ihr wollt, aber nicht hier. Dieses Camp gehört mir. Das ist meins. Verstanden? Ja, so ist gut. Das war's für euch. Verschwindet aus meinem Camp. Wie viele von euch Scheißkerlen sind denn hier? Was ist das jetzt? Wie viele?
Das war der letzte. Es ist er. Ich muss dir was sagen. Schon okay, es ist nur meine Angst. Du hast gesagt, wir sollten nicht zurückkommen. Ich hab nicht auf dich gehört. Ich wusste, es wird schlimmer, aber... Keiner von uns wusste, dass das passieren würde. Du verstehst das nicht. Was sollte ich denn machen, wenn ich dich verliere? Das ist meine Schuld. Hey, niemand verliert irgendwen. Ich hab's versprochen, weißt du. Deacon, warte! Sarah, komm schon. Da ist dein Kind. Warte. Hey. Hey, bist Scheiße. Du okay? Komm, wir finden deine Eltern, okay? Wir müssen wirklich los. Komm! Sie hat ein Messer! Verdammt. Oh, verdammt. Wie schlimm ist es? Ich weiß nicht, ich glaube, es ist nicht so schlimm. Scheiße. Okay, halt das hier fest, drück es ganz fest drauf. Kannst du laufen? Ich glaube nicht, aber ich kann gehen. Okay, das reicht. Was da? In 2 Stunden war hier alles voller Bullen. Ja, sie müssen evakuiert haben. Ja, 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 sie sind wohl geflohen. Ja, sieht nicht gut aus, das Messer hat man nie erwischt oder so. Sie wird septisch. Wie geht's, kleine Schwester? So dämlich, es war dieses Mädchen, dieses verdammte kleine Kind. Großes Messer. Hey, hilf mir. Na komm. Oh, na los. Scheiße. Noch ein Loch. Wir müssen weg, bevor sie hier durchkommen. Wir müssen aufs Dach. Einen von diesen Helis anwinken. Okay. Hier, vielleicht kannst du dich da ausruhen. Hey, langsam, langsam. Sie hat mich so sehr an meine Schwester erinnert, weißt du? Wir haben immer zusammen Verstecken gespielt. Sie hat immer den Kopf in den Mantel gesteckt, einfach so. Ich hatte schon Stichwunden, aber nicht solche. Sieht nicht gut aus. Scheiße. Sieh doch nur. Wir müssen hier weg. Das können wir nicht hören. Komm. Hey, Süße, kannst du gehen? Okay. Ursache, ja, ich hab sie. Führt uns hier raus.
geschlagen. Ihr habt sie geteilt. Okay, ja, ganz ruhig, warte, langsam. Was machen wir? Okay. Du legst ihn ab. Ich versuch mich vorbeizuschleichen. Okay. Es passiert nichts, passiert, Gigi. Ich pack das, Gigi. Scheiße! So? Hey, ich bin unbewaffnet! Ich bin unbewaffnet! Hör sie, hör sie zu! Meine Frau ist hier draußen, sie ist verletzt. Wir wollen nur aufs Dach. Verschwindet ihr! Helikopter! Wir haben eine Frau getötet! Oh, nein, Moment, ja. Ich weiß nichts davon, dass Ihre Frau getötet wurde. Das tut mir wirklich sehr leid, aber wir haben es getan! Gib mir die Waffe! Ihr habt sie getötet! Stopp! Fuck. Wir brauchen Hilfe. Sie ist verletzt. Was ist mit ihr? Also sie hat nicht, was immer da draußen abgeht. Sie hat einen Stich. Sterben Sie nicht mit. Okay, hören Sie, O'Brien. Wenn wir sie nicht sofort in ein Krankenhaus bringen, dann wird sie sterben. Es gibt keine Krankenhäuser. Komm schon, es gibt keine mehr. Ihr habt Ärzte, Sanitätszelte, eine Lazaretteinheit. Ich bin nur ein Doktorand, okay? Ich wurde einfach eingeteilt. Ich sollte nicht mal hier draußen sein. Ryan. Ich hab nur für zwei Leute Platz, okay? Zwei! Was soll das heißen, nur wir für sind zwei? Zu schwer, okay? Ich kann nur zwei von euch mitnehmen. Zwei! Okay. Na los, helfen Sie, na los! Na komm, Sasse. Okay. Alles wird wieder gut. Ich hab sie. Okay. Ich bin sofort zurück. Okay, gut. Los jetzt, wir müssen warte, zu diesem... Warte. Wir müssen zu diesem Heli. Ich hab's gehört. Es ist nur Platz für zwei in dem Heli. Nee. Geh mit dir. Ich komm schon klar. Ich hab schon Schlimmeres überstanden. Ja, haben wir. Wo fliegt ihr hin? Was? Wohin? Flüchtlingscamp, nördlich vom Three Finger Jack. Nein. Usa wird es niemals ohne mich schaffen. Ich will dir zurück. Kommst du? Ich komme wieder her und ich weiß, du würdest das nicht wollen, aber Usa hat wohl recht. Ich kann nicht anders. Wie gesagt, ich komme wieder. Boozer, noch ein Nero-Hubschrauber. Ich frag mich, was die hier wollen.
Ja, ich befürchte, dass wir jetzt etwas entschleunigt werden, weil ich habe kaum noch Sprit. Das ist in einer solchen Zone. Ich weiß, wo es Sprit gibt. Klingt gut. Ich habe eine Lösung. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir sehen uns dann wieder, wenn es. Ja, ich, oder? Überlege ich. Ich gehe noch zum Motorrad, speichere ich. Das zeige ich noch. Ist ja scheinbar noch ein. Ein Zombie? Keine Ahnung, ist das Zombies? So, und hier konnte sauber gespeichert werden. Ich muss jetzt hier oben lang, aber da sehen wir uns in der nächsten Episode wieder, wenn es heißt, wieder Abo zockt, Days Gone. Und schon mal viel Spaß.